Ja, ich merke auch so ein bisschen, dass ich ein bisschen durchgebrannt bin. Viel mehr Kaffee. Ja, Gesundheit ist wichtig, ich weiß. Vielleicht ist es einfach nur heute so doll. Waren wir hier schon? Event Square? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Armes Orangstäbchen. Kuppe! Tonight Loveless. Oha, ausverkauft? Nein! Wieso dürfen wir uns das nicht angucken? Was soll denn das? Ehrenwerter Kunde, haben Sie schon eifrig Goldpunkte sammeln können? Aber Final Fantasy. Ein Kampfgeist bei dieser Nebenmission ist bewundernswert, ey. Bis du es geschafft hast. Ich versuche es. Wäre schade, wenn ich nicht die Goldpunkte hole. Ich mache das aber nur wegen den schönen... Guck mal, Schokomoppel. Nur wegen den schönen Sachen hier, die man holen kann. Und für ein Plakat. Ich habe mir jetzt den Arsch aufgerissen für ein Plakat. Toll. Aber es ist limitiert. Aber Schokomoppel-Plüschtier. Das hat sich doch gelohnt. Ja. Es wäre mir eine Ehre, Ihre Goldpunkte schon bald wieder anzusehen. Oh, ein so großes Tier. Wow. Und den habe ich mir bestellt, den Tomberry. Ja. Das ist schön. Softdrinks. Fried Chicken, Hot Dog, Potato Chips, Hamburger. Boah. Kaffee. Alfred Bilderband, was? Okay. Gibt's denn hier Schönes? Tiefer, wollen wir ins Kino? Das ist ja. Jesse. Oh. Ich war noch nicht lange in den Slums, da hatte ich mal Schwierigkeiten. Jesse. Jesse hat mir damals geholfen. So wurden wir Freundinnen. Verstehe. Sie war wie eine Schwester für mich. Nichts konnte ihr die Laune verderben. Ja, allerdings. Boah, das macht mich gerade voll traurig. Ich hab viel von ihr gelernt. Danke, Jesse. Ich hatte ein Date mit Eris. Ach, das ist schon das Date mit Eris an sich, okay. Ich will es ja sowieso nochmal irgendwann spielen, dann muss ich mit Eris halt. Ich glaube, weil ich bei Tifa mehr richtig gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Aber Eris und Tifa sind doch gleich auf. Hm. Okay. Goldenes Theater. Wollen wir los? Ja. Wohin wollen wir nun? Zu den Chocobo-Rennen? Ach, schon wieder? Ist wohl gerade Pause. Ob sie hier in vielen Rollen aufgetreten ist? Wahrscheinlich. Hätte es gern gesehen. Werte Besucher des Gold Saucers, vielen Dank für Ihre Geduld. Der Skywheel Square ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Nehmen Sie Platz in einer Tifa, der Verkehr ist wieder geöffnet. Und begeben Sie sich auf eine fantastische Reise in luftiger Höhe. Oh, mit der Musik. Und da unten ist eine Materie. Ja?
Die Materie. Nix von dir. Schön hier. Oh nein, ich sehe was, was du nicht siehst. Das Buffet in der VIP-Lounge war vom Allerfeinsten. Na, wen haben wir denn da? Nein. So trifft man sich wieder. Ein heißes Tänzchen, das du dir da mit Direktor Dio geliefert hast. Richtig herzerwärmend. Du scheinst für das Rampenlicht geboren zu sein und es sichtlich zu genießen. Was machst du hier? Ich wirke an der Produktion eines gewissen Bühnenstücks mit. Ha. Meine choreografischen Fähigkeiten sind gefragt. Ja, das ist schön. Was meinst du? Willst du nicht? Kein Interesse. Selbst das Rampenlicht vermag dein Herz nicht zu wärmen, hm? Mach das, Stefan. Beim Auffordern ist mir wohl jemand zuvorgekommen. Dieser Ort hat viel zu bieten. Amüsiert euch gut. Danke, Tifa, dass du zuerst uns gefragt hast. Sonst würden wir jetzt im Bett wahrscheinlich tanzen mit ihm. Ich bedauere, aber der Vorverkauf wird. Ja, Dio ist jetzt, liegt jetzt K.O. auf dem Boden. Hat ein bisschen gedauert. Dio ist Dio, ja. Dankeschön. Ich will nur gucken, ob ich noch Punkte einlösen kann. Lust auf ein zünftiges Kämpfchen? Nee, erstmal nicht. Kommen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie kämpfen wollen. Hier gibt es Tickets für die Muskelmanege. Hier kann man seine hart erkämpften Goldpunkte in muskulöse Preise umtauschen. Toll, den kriege ich jetzt als Karte? Ich hätte als Kato was drauf. Ich habe gehört, der ist ein guter Anzünder fürs Lagerfeuer. Herzlich willkommen im Boot, Sorcerer. Sind Sie bereit für unendlich viel Spaß im goldenen Zahnbelag? Was? Auf dem Wonderland Square wartet eine
Ist wenigstens etwas. Ah, das ist mit der Gondel. Oder das hier. I don't know. Hallo, Animus. So verwirrend hier. Irgendwas fehlt mir hier. Hab ich irgendwas übersehen? Damals gab es noch Snowboarden. Ist das jetzt nicht? Oder? Hab ich das irgendwo übersehen? Ah, bald. Okay, das kommt noch. Habe ich da so richtig in Erinnerung? Da fehlt ja was. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Deck? Dann okay, das müssen wir noch mal so. Wir müssen sowieso noch mal hierher zurück. Uns fehlt die Mitgliedskarte für den Schokobo, für Schokobo-Rennen. Kampfarena brauche ich schon Level 39 jetzt. Ich habe nur 30. Und wegen dem Snowboarden. Und hier ist ein Hocker, ein Stuhl. Wow. Okay. Ja, dann tiefer gehen wir mal auf die Gondel und Gondeln rum. Als nächstes gehen wir aber zum Wunderland. Was ist hier los? Party! Ja, die mache ich nicht Party. Toll, ich wollte ein Date haben hier, was soll denn das? Die Gondel so rum, interessant. Was ist hier los? Ist das etwa... Wer könnte das nur sein? Tja. Liebe Gäste, zurzeit läuft unser Pärchen-Event. Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Saucers. Tiefer! Anscheinend haben wir ein Date, also... Erleben Sie spannende Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere. Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Ich freue mich schon. Oh. Oh mein Gott, wie süß! No! Oha, geht aber ran! Aber ja, das müssen wir unbedingt irgendwann mit Aeris auch machen. Keine Ahnung. Ich will sehen, wie sie das macht. Es tut mir aufrichtig leid. Zurzeit gibt es ein kleines Problem Nein. mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Aber oh. wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang.
Unsere Mitarbeiter aber unser Date. Zeigen. Ich hasse euch. Ruhig. Es besteht gute kein Besserung, Grund zur Sorge. Animus. Cloud, es ist schrecklich. Eine Katze? Was gibt's? Ihr müsst sofort zur Manege kommen. Also wisst ihr, in der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Und wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Euren Freunden sage ich auch Bescheid. Also macht euch bitte sofort auf den Weg. Sicher eine Verwechslung, oder? Sehen wir nach. Mal Infos auf, wie man datet. Anscheinend schon. Ich habe anscheinend irgendwie alles mit Tifa gut gemacht. Beziehungsweise mehr. Ich könnte mit Aris auch eigentlich ein Date haben, aber Tifa ist aufgetaucht. Diese Anlage muss überprüft werden. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Bleiben Sie bitte in einer Reihe und gehen Sie weiter. Wir möchten Sie... Gebe. Sie werden an der Manege gebraucht, Kubo. Ungesehenen Arealen. Auf zum Battle Square. Hier gibt es nichts zu sehen. Bleiben Sie bitte in einer Reihe und... Stimmt. Jetzt kommt ja das raus. Hi, Leute. Mit Aris hast du doch schon Date. Ja, aber so dieses ganz innige Date halt, ne? Das würde ich gerne mit beiden mal haben. Aber ich will das Spiel ja nicht nur einmal spielen. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann sie momentan nicht durchlassen. Hallo. Oh, bitte entschuldigen Sie kurz. Doch, ich wollte Aris. Sehr wohl. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Bitte. Ich wusste ja nicht, dass ich das mir nicht so aussuchen kann. Wurde bereits ein Platz für die Toten gefunden? Die Untersuchung läuft. Weitere Angaben? Sammeln die anderen Areale und erstatte dem Direktor Bericht. Sammeln die Augenzeugen. Du willst mit beiden ein inniges Date? Soll das auf den Dreier hinauslaufen oder wie? Vielleicht. Wäre einfacher. Oh, die wurden eiskalt ermordet. Barrett. Shinras Gardisten wurden allesamt erschossen. Außerdem... Lass mich das erklären. Ich hasse dich. Ich bin Dio, der Direktor. Oh, Dios mios. Meine Freunde, ich heiße euch herzlich in meinem Gold Saucer willkommen. Wir haben gerade andere Probleme, Junge. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Wenn du einen Rückkampf möchtest, stehe ich jederzeit bereit. Gibt jetzt Wichtigeres. Wir hatten heute Besuch vom Shinra-Vorstand. Doch irgendwem war das offenbar ein Dorn im Auge. Es hat leider auch Gäste ich was und gezeigt. Mitarbeiter getroffen. Oh, Dios mios. Ja. Oh nein. Die Überwachungskameras wurden vor der Tat zerstört. BB, Stefan. Wir haben deshalb keine Aufnahmen von dem Vorfall. Aber laut Augenzeugenberichten soll der Täter ein Gewehr als Armprothese getragen haben. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das klingt ja genau nach dem Mann, den Shinra seit dem Vorfall in Midgar überall zu suchen scheint. Er ist von großer Statur und temperamentvoll, ganz ähnlich wie ich. Blickt immer verdrießlich drein, trägt eine Sonnenbrille und dazu ist einer seiner Arme ein Gewehr. Na, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Niemals! Barrett braust zwar öfter auf, aber sowas würde er nicht tun. Das würde ich dir ja gerne glauben, aber... Leider habe ich heute das hier bekommen. Hören Sie! Das hier war nicht Barrett. Hm? Und wieso? Die Zerstörung der Kameras ist...
Nicht sein Stil. Wenn er das hier wirklich getan hätte, dann aus einem guten Grund. Und dann würde er wollen, dass alle es sehen. Ganz sicher. Na, ah, sehr schön. Es geht nichts über Freundschaft und Vertrauen. Aber alles spricht gegen ihn. Deshalb kann ich mich nicht einfach auf dein gutes Wort verlassen. Hier mein Vorschlag. Ihr werdet den wahren Täter finden und die Unschuld eures Freundes beweisen. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn es euch in dieser Zeit nicht gelingt, den Täter zu finden, lasse ich euch festnehmen und liefere euch an Shinra aus. Das ist fair. Ja. Zur Sicherheit. Damit ihr nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. Das werden wir nicht. Exzellent. Dann sputet euch mal, damit euch die Turks nicht zuvorkommen. Die Turks sind hier? Diese Poserei, Alter. Den Kampfgeist an, oder? Oh Gott, Junge, ey. Hol an, junge Freunde. Der Täter erwartet euch unten. Beweist die Unschuld eures Kameraden. Ich werde euch natürlich helfen. Kenn mich hier schließlich gut aus. Miau. Zum Aufzug nach unten geht's hier entlang. Hier entlang. Los, beeilt euch. Haben wir so einen Peilsender am Arm, ey, super. Wir fahren jetzt runter. Ab in die Unterwelt. Ja, Unterwelt. Wir haben dort die Mitarbeiter dieses Vergnügungsparks gewohnt. Aber irgendwann tauchten Ungeheuer auf. Da hat man die Leute nach oben verfrachtet. Danach ging's bergab. Jetzt leben dort unten nur noch Verbrecher. Also wirklich eine Unterwelt. Wenn ich nur daran denke. Ein bisschen nach Fallmarkt. Ja, allerdings noch eine Spur gefährlicher. Wer da einmal seine Pfoten reinsetzt, der kommt nie wieder raus, heißt es. Deshalb hat der Ort noch einen anderen Namen. Gefängnis von Coral. Wahrlich, die Hölle im Wüstensand. Diebstahl, Gewalt, Totschlag, das volle Programm. Von daher, Freunde, passt bitte gut auf euch auf, ja? Müssen wir wirklich... Ja. Nanu? Niemand da? Wir werden beobachtet. Passt auf. Tschüss, Yuffie. Warum muss sie denn immer vorrennen? Yeah.
Oha! Willkommen im Gefängnis von Coral! Autsch. Ihr verpasst noch das Frühstück! Gast anwesend, am nächsten Morgen. Hey da! Das würde ich lieber lassen! Wieso haben Sie denn das Schwert nicht weggenommen? Zahn zulegen hier! Vorwärts, Marsch! Immer schön dem Onkel nach! Nee. Wir folgen dem Onkel jetzt nicht. Hey, Boss! Deine Gäste sind da! Oh nein. Oh nein. Geilo! Willkommen in meiner bescheidenen Oase, lieber Alleskönner Cloud. Cloud? Du hieß er doch, oder? Korrekt, Boss. Und wer ist nun dieser Cloud? Oder du? Oder du? Oder du? Oder am Ende gar du? Nee, ich weiß es natürlich. Du bist Cloud, stimmt? Kennen wir uns von irgendwo? Natürlich nicht. Wir treffen uns zum ersten Mal. Sonst könntest du dich auf jeden Fall dran erinnern. Glaub's mir. Also, du kennst mich nicht. Aber ich kenne dich. Und weißt du auch warum? Alles Könnerchen, Claudi? Okay, ich verrat's dir. In meinem Gewerbe ist Wissen Mörfen. Insbesondere, wenn es Leute betrifft, die dem Corneo-Clan einen vernichtenden... Ach, ja, Corneo. Ja, Corneo. Wir suchen nach einem Mann mit einem Gewehr. Ja, das weiß ich doch alles. In meinem Gewerbe ist Wissen Macht. Muss ich mich wiederholen? Was da oben abgeht, das habe ich völlig im Blick. Und deshalb weiß ich auch, dass du nützlich sein könntest. Was soll das heißen? Den Typen mit dem Gewehr, den ihr sucht, habe ich netterweise schon mal in Gewahrsam genommen. Draußen in der Wüste. Und ich wäre sogar bereit, dir zu verraten, wo. Ausnahmsweise. Allerdings! Wer nehmen will, muss doch geben können. Nicht wahr? Also, Freundchen, wirst du mir Kohle besorgen? Brauche nämlich gerade ganz, ganz viel davon. Weil irgend so ein bekacktes Arschloch einfach ein paar Gardisten in Kruppenhackfleisch verwandelt hat. Einfach den Täter ausgeben, reicht deshalb nicht. Wenn ich meine Oase hier retten will, brauche ich Zaster. Und zwar einen Riesenbär! Asche, Knete, Kohle, Beute, Moneten! Und dieses Geld wirst du mir besorgen? Ja, schon klar! Keine Sorge! Für das Wie und Wo gibt es natürlich einen Plan. Der Herr Alleskönner wird an den Schokoborennen teilnehmen und sie natürlich gewinnen. Will heißen! Bis du gewonnen hast, bleiben deine Freunde hier. Cloud, will. Hey, kein Stress, Mann. Wir sollen ihm bei uns an nichts fehlen. Ach so. Solltest du es übrigens nicht schaffen, mir das Geld zu besorgen, werden sich deine Freunde eventuell ein bisschen nützlich machen müssen. Exotische Haustiere sind auch begehrt. Schwein. Nicht doch. Kannst mich einfach Gas nennen. Okay. Gut. Wer teilst du dann Rennen und so? Gibt's bei dem da? Geht klar, Boss. Enttäusch mich nicht. Supi. Ich bring dich dann mal zu deinem Chocobo. Oh mein Gott. Käfig. Naja, wenigstens diesmal nicht alleine. Gast ganz besonderer Liebling. Leute. Dieser Mistkerl. Was denkt er sich eigentlich? Ich hab noch ein paar Ninja-Tricks in meinem Ärmel. Ich werde mir Mühe geben. Hoffentlich ist Barrett nichts passiert. Pass gut auf dich auf, Cloud. Ja, ihr auf euch auch. Scheiße. Die Musik ist echt funky. So ist es doch. Immer schön dem Onkel nach. Wenn du wegläufst, kommst du eh nicht weit. Oh, eine neue Waffe. Und die sieht gar nicht mal so schlecht aus vom Bild her. Wow. Okay, die sieht cool aus. Die nehme ich. Hallo, Flo.
Gestärkte Attacke. Ein cooles Schwert, ja, Mann. Es ging halt wieder los, aber wollte kurz mal vorbeischauen. Alles klar. Was nutze ich denn? Ich nehme auch Toxin. Oh, das ist cool. Ich mag die Musik, aber voll geil. Wie läuft die finale Fantasy? Ja, ziemlich, ja. Mhm. Also fürs Team gerade nicht so gut. Na, tröten würde ich. Dich an die Leine nehmen? Wuff, wuff. Hier, das ist der Knabe. Oh. Er gehört ganz dir. Du bist also der Alleskönner Cloud, ja? Siehst ja gar nicht mal so übel aus. Echt jetzt? Ich bin die Stallmeisterin Esther. Freut mich. Mhm. Cloud? Du warst doch auf Bills Farm. Oh, wie jetzt? Kennt ihr zwei euch etwa? Was machst du hier? Oh. Eigentlich wollte ich Pico an den Chocobo-Rennen im Gold Saucer teilnehmen lassen, bis die mich gefangen haben. Hey, hey, jetzt aber mal nicht unverschämt werden. Wir haben bloß einen Mann bei uns aufgenommen, der sich in der Wüste verlaufen hatte, oder nicht? Also erzähl ihr keinen Scheiß, klar? Also ein kleines Stück weiter flog. Du hast es erfasst. In dem Zustand? Die Hitze macht ihm zu schaffen. Er ist sie einfach nicht gewohnt. Wenn er nicht was Ordentliches zu fressen bekommt und stark wird, hat er bei den Rennen keine Chance. Oh, Pico. Heißt im Klartext, du gehst da raus und suchst ihm was Schönes für seinen Futternapf. Ich schmeiß dich da rein. Na gut. Ich helfe auch mit. In Ordnung. Ich werde hier auf euch warten. Viel Glück da draußen, okay? Na toll. Suche Gemüse, das du an Pico verfüttern kannst. Wird schon keiner was merken, wenn ich mir eine Frucht abziehe. Nicht rumlabern, Mann! Futter suchen! Futter suchen! Ach, jetzt muss ich Futter suchen, ernsthaft. Chocobos müssen ordentlich aufgehübscht werden. Ja, klar. Wüstensturm. Das Original, erdacht von Meister Gas. Wer den Highscore knackt, darf sich über Gemüse freuen. Von der ganz besonderen Sorte. Was ist? Lust auf eine Runde? Oh, nicht das mit den Kissen. Oh, das hatten wir doch im vorherigen Teil. Wehtun. Okay.
Und tschüss! Ah, ich hätte richtig lesen sollen, ne? Die Mucke ist nice. Ja, die ist super. Scheiße, wird jetzt nicht angezeigt. Und tschüss! Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Okay. Erstmal durchblicken, wo was ist, ne? Mensch, das war ja beeindruckend. Hier, das Gemüse hast du dir redlich verdient. Aber noch kein Devil May Cry gespielt, obwohl ich eins auf Steam habe. Das war's!
war's dann. Ja! Ja! Da! Ja! Ja! Da! Verzieh dich! Ja! Boah, keine Ahnung, wo jetzt lang. Zeit ist echt knapp, ja. Ich muss 42.000 erreichen. Oh. Nicht übel, aber du musst üben, üben, üben. Verzieh dich!
bin bereit. Verschwende. Nimm das! Das war's! Das war's dann. Und tschüss! Siehst du, hier kann ich mal durcheinander, wo ich hin soll. Und tschüss! Das war's! Ja, wow, lass mich doch runter, meine Fresse! Danke für nichts, ey! Das ist nicht dein Ernst jetzt! Lass mich doch runter! Und tschüss! Hä? Alter! Super, ey. Blödes Arschloch. Das war's! Mach ja richtig Spaß. Ja, super. Voll jetzt verkackt in der Scheiße. Ja, wow. Was für eine Kacke, ey.